Immer dieser Tilt in Champ Select, ist so. Naja. Krug war wer? Der Rammus? Ah, wahrscheinlich nicht sehr enjoyable hier zu spielen. Für den Rammus. 3 Tage lang Pizza. Ja gut, für mich selber vielleicht jetzt nicht, aber... Hühnersüppchen. Nice. Gwen. Du isst eine Woche lang Glasnudeln? Ja, ja. Aber Glasnudeln sind ja auch an sich healthy mit viel Gemüse und so. 3 Tage, 4 Tage Pizza? Weiß ich nicht, ob das jetzt das Plus ein Ultra ist. Ich lebe in der Biertonne. Könntest du nicht, Shira? So 4 Tage lang, 4 Mal hintereinander das gleiche essen? Ich weiß gar nicht, was ich heute esse. The Black Mist won't hurt anyone. I promise. Mal gucken. Ich glaube, ich mache mir vielleicht heute einfach ganz entspannt Nudeln mit Tomatensauce. No. Ja, Mon Mocek? Ich nicht. Jamon, wann machen wir wieder Nudeln mit Tomatensauce Phase? Das müssen wir abstimmen. Ich glaube, nach den Nerfs, also vor den Nerfs, war das Matchup relativ even. Aber ich glaube, nach den Nerfs jetzt halt, so wie Cassante gerade ist, ich glaube, ist das ein Ticken zu schwach für Gwen. Nicht, dass der da mithalten kann. Ich glaube, der Damage von Gwen und so einfach zu gut. Da sieht mein Kalender frei aus. Ja. Klingt vielleicht ganz gut. Gwen, Gwen, Gwen. Gwen, 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 Gwen. Uff. Der war delicious. So, wieder Base gehen. Gwen ist so cute. Ah, ja, ja. Ah, ja, ja. Ah, ja, 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 ja. Lassen wir mal pushen. MR, ja. MR-Stacking schon gut, bis ich halt, Driftmake habe. Mit Driftmaker halt relativ wieder egal. Ein Wegherz, der. Ein Wegherz, was isst du heute Abend? Was steht bei dir auf dem Cooking-Plan?
Da. Das sind ja keine IP-Bruiser-Items. AP-Bruiser-Items? Was bedeutet das? Ist doch Riftmaker. Nashor's Tooth. Oder was meinst du mit Bruiser? Ja, was willst du haben? Kommt doch an, was du halt dazu zählst. Oder wo du die Grenze machst quasi, von Items her. Mein Sonja ist theoretisch auch ein Bruiser-Item. Cosmic Drive. Also für die AP Bruiser. I sense their resolve. No matter, mine will be stronger. Quasi, wo zieht man die Linie, ist halt die Sache. Everfrost. An sich trotzdem gutes Bruiser-Item. Seraphs mittlerweile, teilweise für manche Items, auch Bruiser-Item. Up in the base. Oh. Wieder Donowall von Einwegherz, Matt. Hat heute eine Botlane, die ist 1-4 gegangen und dann sind die beide rage-quittet. Meine, ich hatte heute eine Botlane, die ist 0-12 gegangen. War auch interessant. Stimmt doch zu dem. Warum gibt's denn den Kartus die Ult, den Kill? Oh, ich hätte wählen können, ich Idiot. Immune. Big Trade. Schön zurückkiten. Well, 10 Sekunden Ult. Vielleicht kann ich dann runterlaufen. Gucken, ob Kratos dazu kommt. In dem Gebüsch. Aber er ist gerade Base gegangen. Jetzt die Frage, ob er den Base durchzieht. Durch das Exhaust könnte es halt ein bisschen tricky sein, dass ich vielleicht nicht irgendwie tun kann, aber ich denke, er ist jetzt Base. Ich denke, er hat keine Lust, so lange zu warten. Komm mal DC und schrei sie an. Aha! Hallo, Sir Busch! Junge, wenn man mit Gwen ahead ist, ist das so enjoyable zu spielen einfach, ne? Ist crazy. So enjoyable zu spielen einfach.
bisschen deep da. Das war sehr unlucky da in der Mitte. Works, okay. Immune. Oh, er wurde gecancelt, Leute. Shut down. An ally has been slain. Enemy double kill. Ich würde gerne Base gehen bald. Wann habe ich mein hier Item? 200 Gold. Theoretisch noch die nächste Wave, ja? Wenn ich es vielleicht langsam angehe. Ah, das Pink Hot doch. Oh, oh, die gehen hier ein bisschen crazy. Ein bisschen crazy gehen sie dann damit. Sachter. Okay, let's go. Ich hab noch ein paar Minütchen, um vielleicht ein Plating hier und da zu holen. Alter, Emilio auch noch. Moin. Schon bastet. Clean. Chirurgisch dieses Play hier gespielt, Junge. Anderes kann ich hier nicht sagen dazu. Chirurgisch an die Sache rangegangen. Lol, der Dämon ist im Jungle. What the fuck? Crazy. Soll ich hier Cosmic Drive Second? Ich will hier Mobility haben. Bin ich Single? Ich bin Single AP, das heißt natürlich auch wunderschöne Sorgboots. Eigentlich haben die viele Schilder. Es geht, ne? Ach so. Musste nicht mal ghosten gerade. Der Kesante wird halt, hoffe ich, sehr useless werden. Ich mag das neue Nashas auf Gwen. Das neue? Wait, was neu? Mit der Ability Haste, oder? Oder was neu? Ja, also Nashor war sowieso, ist immer ein Banger. Na, vielleicht sollte ich das auch gehen. Wer weiß. Kurz mal Pinkwort verschieben. Schauen.
Muss nur aufpassen, dass er mich nicht irgendwie in der Ulti, in den... Uff. God damn. Dass ich hier hingemoved bin. I guess. Irgendwoher. Vielleicht hier ein Ward oder so. Haben sie gefühlt auf jeden Fall, dass der Sandwich kommt. Der Pinkhole kostet viel Leben, Alter. Not gonna lie. Oh, vielleicht kann ich Toplane runterrennen. Problem ist, der endet da gerade auf der Sidelane. Warum auch immer. Okay. Ist Ghost Top Lane inzwischen Meta anstatt Flash? Hm, für einige Champs, aber nicht alle. Das stinkt, der macht mir viel Schaden. Ist gut stark, der Typ. Ah, 40. Ich hab keinen Ghost, Mann. Ich hab am Ende noch meinen Ghost gewastet, ey. So bad. Die Frage, warten wir für Nashor, gehen wir actually Drache? Oh, wait, what? Wir reset und kriegen gar nichts vorbei? Yes,
Sorcery. Der Typ macht so viel Schaden. Exhaust noch raus. Ich glaube, ich gehe Morellos. Auch ein bisschen Anti-Heal haben. Das war ein Useless 4 gegen 5 vor. Kommst du nur so vor, oder macht die Jinx nicht viel Schaden? Mann, warum für Katus? Why? Kat. Also, verstehe ich nicht. In welcher Welt gewinnen wir da einen Fight? Wenn wir für Katus da gehen. Also, es macht da einfach keinen Sinn. In welcher Welt gewinnen wir bitte in der Situation, wenn wir für Katus gehen, der, wenn er stirbt, noch weiter Damage macht? Erklär mir diese Logik. Because I do not fucking know. Ah, sowas ärgert mich, wenn er dafür Kaiser geht. Oh, er hat den Blue Off geklaut. Peel. Junge, wo haben wir denn bitte eine Peel-Comp hier? Wir haben hier keine Peel-Comp. Wir haben hier eine fucking Go-In-Comp. Hm. Wir machen mal nix. Ich geh mal weg. Sie hat jetzt drei Items.
Okay. Ich habe ja nur für den nächsten Fight eine Stopwatch. Das war eine fucking sexy Ult noch. So, hat sich doch Sonjas an sich gezeigt gemacht. Bisschen Zeit rausgeholt. Kaiser hat es nicht reingegangen, weil ich im Sonjas saß. Ich werde als drittes Sonjas gehen, I guess. So, Nash gegen zwei. Zeit ist low. Okay. Nice, Nash. Pock. Vielleicht können wir noch zum Drachen irgendwie moven. Ich habe die P theoretisch ready. Traps gewastet, leider. Oh, der hat gefailt. What the fuck? What the fuck war der eh? Ich hätte gerne den Blue Buff. No one said life would be easy. That is its charm. Oh, gerade verschwunden. Geh mal Botlane pushen. Gewinne ich 1v1 gegen Sylas? Ich habe keine mehr, Junge. Ich habe jetzt Antil. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich... Ja, weiß ich nicht. Würde ich es gerne testen. Ich hatte die Knight. Ja, er hat die Knight. Ich habe halt keinen Nash, leider. Das Gute ist, die haben auch keinen guten Engage. The Black Mist won't hurt anyone. I promise. Au. Fortu immerhin. Ich habe immer noch Ulti. Oh, das können... stinkt. Oh, fuck, hätte Go machen können. Was rein tippt oder was? Nee.
schönes Eisen. Fuck, ich hätte so gern Sonjas. Actually, wir sollen wahrscheinlich pressern. Warum siege ich dir dann auch? Vor was? Listen, please. Mann, ey. Wie mich sowas aufregt, Alter. Simples League of Legends. Und jetzt einfach Vision, Nash. Vision, Nash. Let them come. Oh, oh, gut. Oh, er zögert. Okay. Ist gar nicht mehr gestorben, though. Junge, wenn ich jetzt noch Rabadon habe, ne? Hallo, Specki! Warum resetten die nicht? Was ist das? Half-HP, keine Mana, keine Vision, kein gar nichts. 20 Jahre Overstate. Junge, die Leute hier haben Knowledge vom Game. Wie eine Gurke. Was jetzt vom neuen Champ? Video ist cool. Ist solide.
Oh. Easy Club. Das war ein lustiges Game, würde ich sagen. Das war ein lustiges Game overall gesehen. Morgen auf YouTube. Ei, ei.